It was pretty overwhelming at first. Thomas being like me, but different somehow. I guess I don't have to tell you. Thomas? Who the hell are you? That's what he is. Undead. Hounded. His whole life hiding, hoping they wouldn't find him. I gave him shelter. I gave him purpose. He could have been so much more. Instead, he chose to rot in this godforsaken place. I caught your scent, girl. You're him. Richard. I'm what's left of him. The bleeding wound. The sap drying on the stump. All because of her. Do I know you, child? You smell just like her. Like the girl who suffered because of you? The one you preyed upon? She came to me because she had nowhere else to go. Where was her father then? Where were you? Oh, shut up! Stop acting like you ever cared about her! She was the light of my life, the warmth of my soul. Your soul has brought it away. There's barely anything left. Now, it's just your sins. I almost feel sorry for you. You're nothing. I am, aren't I? He ripped me apart. He burned me down and left me in the dark. He's a fiend. A monster. This man... Thomas, what is he? He's the one who butchers the soul, the one who breaks it. But you, yes, I know you. You can set me free. I can feel it. Please, do it. You don't deserve it. You deserve nothing. Nothing. Do you hear me? Then give it to me. Please. To not exist. That's all I want. So be it. You think she'll ever forgive me? Will you? I'm not your judge. I'm just the ferryman. Be gone. Richard. This time, it wasn't just a feeling. It was a memory. Had I been here before? Was I a part of the puzzle? This man, Thomas, was he a part of my own past? And then something clicked. That girl. It
it's me. But it looks like it was taken here, at Neva. Shit. The red house. Whatever it is, I can feel it out there. Like it's calling out to me. There. In the woods. So, wir sind draußen. Und im Moment kann ich noch nichts sehen. Okay. Wo müssen wir jetzt hin? Das ist jetzt die große Frage, weil das ist doch wieder so ein bisschen... Normalerweise gehe ich ja immer links rum, aber... Nee, gehe ich links rum? Ich glaube, ich gehe mal rechts rum. Wir probieren es jetzt einfach mal so, indem wir rechts rum gehen. Ah, das sieht auf jeden Fall schon mal gut aus. Weil wir sollen ja, glaube ich, in den Wald gehen, ne? Warum ist das Ganze jetzt so am Ruckeln? Ein Stück Geschichte. Eine Festung von großer historischer Bedeutung. Aus dem späten 19. Jahrhundert wird demnächst renoviert und der Öffentlichkeit wieder zugänglich gemacht. Die Arbeiten werden voraussichtlich im nächsten Jahr beginnen und bis 1983 dauern. Oha, da war ich gerade mal 2 Jahre. Okay, kann man hier durchschauen? Das wäre vielleicht ganz cool. Wenn mir hier nichts irgendwie reinspringt oder so, weil es ist ja so prädestiniert dafür, dass einem was reinspringt. Was ist das? Kann man da irgendwie... Nee, kann ich auch nur vor und zurück? Also da ist auf jeden Fall eine Laterne. Ja, aber sonst können wir hier irgendwie gar nichts sehen. Das sieht so... Nee, das sieht so zerkratzt aus irgendwie. Ja, eine Laterne, die uns aber auch nicht weiterbringt. Halt, stopp, da war noch was. Armes Ding. Mein Liebling, habe ich jemals Liliana erwähnt, die Tochter von Mr. Rikovic? Sie ist heute 16 Jahre alt geworden. Das arme Ding konnte wegen ihrer Krankheit nicht mal ihren Geburtstag richtig feiern. Sie erinnert mich jedenfalls etwas an unsere Anna. Bei ihr ist es nächsten Monat soweit, nicht wahr? Ich wünschte, ich könnte da sein. Aber Mr. Rikovic braucht mich hier. Ich muss bleiben, ihm helfen. So wie er mir geholfen hat. Ich liebe dich. F. Okay. Ja, im Moment noch eine sehr... Neva Nature Park, okay. Sehr dürftige Ausbeute, das wollte ich eigentlich sagen. Okay, links oder rechts, das ist jetzt die Frage. Something from my early childhood, maybe? Was it even a place? Or something else entirely? Rare tree exhibit oder so. Landscape Trail. Ich kann die Buchstaben ja gar nicht richtig lesen. Ja, aber wo gehen wir jetzt hin? Das ist jetzt die Frage. Ausstellung seltener Bäume, Landschaftswanderung. Ich denke mal nicht, dass wir die Bäume angucken müssen, oder? Aber wir können ja als erstes mal dahin gehen, weil ich denke, dass wir zu dem anderen Weg eigentlich gehen müssen. Vielleicht finden wir ja hier noch irgendwas. Meistens findet man ja da, wo man eigentlich gar nicht hin muss, noch irgendwelche Kleinigkeiten zum Sammeln oder so. Ah, das ist bestimmt die Laterne, die wir eben gesehen haben. Hier liegt auch nirgendwo was. Okay. Wer bitte stellt Bäume aus? Kann man da... Aber das war jetzt so komisch irgendwie. Kann man da hochgehen? Ich probiere das mal eben. Nee, kann man nicht. Okay.
Hätte ja sein können. Sah zumindest irgendwie ein bisschen seltsam aus, jetzt so von der Kameraperspektive und so. Okay, aber hier scheint jetzt auch nicht wirklich was zu sein. Hier auch nicht. Ja, das wird dann wohl, so wie es aussieht, mal eine Episode, in der wir einfach nur so ein bisschen rumlaufen und irgendwie nichts machen können. Kann ich hier hoch? Ja, aber das bringt mir nicht viel. Kann ich da irgendwie... Kann ich auch nicht vorbei? Ist alles blockiert? Okay. Ist das jetzt tatsächlich nur so ein Fake, dass man hier gar nicht hinkommt? Wenn wir jetzt hier... Ah! Another one. It looks like it rotted from the inside. Kann man aber auch nichts irgendwie anschauen, nehmen oder was weiß ich was. Ja, das heißt dann, können wir dadurch... Ach, das war das Gewitter. Oh, ich dachte gerade, hier ist eine Explosion. Hilfe. Hier kann ich anscheinend hoch. Gucken wir erstmal hier unten. Achso, da kommen wir jetzt nicht weiter. Okay. Gehen wir mal hier weiter. Okay, hallo Krähe oder was auch immer du bist. Irgendein Vogel auf jeden Fall. Ah, stopp, da war was. Ach, und schon wieder eins. Wollt ihr mich veräppeln? These animals, they look used up. Like something sucked the life out of them. Ja, ich befürchte irgendwie, dass wir nicht wirklich in eine gute Richtung hier gerade gehen. The shit out of me, little buddy. What you got there? Oh, hey, wait. Ja. Ach so, wir haben unser Ziel. Okay, ich wollte gerade noch sagen, ob das so gut ist, wenn wir dem Hund jetzt folgen. Der scheint ja eine Leiche gefunden zu haben oder so. Ja, mein kleiner Freund. There I was, following my new best friend, hoping he wasn't as lost as I was. I remember thinking he could lead me to his owner. In a way, I guess he did. Ja, das befürchte ich auch. Ja, der Hund macht aber jetzt gerade kehrt. Na gut, dann gehen wir halt alleine hin. Ach, da kommst du wieder, mein Kleiner. Komm mit, beiß die Geister, die mich beißen wollen. Was haben wir denn hier? Shaving tools, towels, grease. Everything an elegant Sasquatch needs. What's wrong, buddy? Der elegante Bigfoot, okay. Oh, let's see what we got here. Yummy. Ah. Yummy, yummy. Okay, können wir da irgendwas mitmachen? Hä? Hallo? Jetzt ist es weg. Ja, toll. Jetzt habe ich es gedreht und es ist weg. Moment. Ach so, jetzt bin ich da drauf. Keine Ahnung, was das jetzt war. Ja, aber scheint hier keine Erinnerung oder irgendwas drin zu sein. Finde das rote Haus, folge dem Hund. Haben wir hier denn noch irgendwas, was wir... Ja. Da können wir was reintun. Ah ja, wir können dem Hund ein bisschen was zu fressen geben. Das ist schön. Ja, das ist schön. Warum leuchtet der so? Hallo, Kleiner. What is it, boy? You wanna show me something? Ja? Willst du mir was zeigen? Dann komme ich mit. Dann komme ich mir wenigstens nicht so doof vor, wenn ich durch den Wald renne.
Hey. Was, hat jemand was getwittert oder was hat sie jetzt gerade gefragt? Anyone in there? What's wrong, boy? Is someone in there? I'm sorry. I'm so sorry. Hello? I wish I could see you again. I miss you so much. Why did I stay? Why did I let it out? They're all dead. Because of me. What the hell? And I'm still here. I shouldn't be. Hey. You all right in there? You shouldn't be. I can see you. And that means it can see you too. What else did you expect, Marianne? Okay. Ja, leckere Einstellung. Der ist anscheinend erstickt worden, so wie es aussieht. Drained. Rotted out from within. Just like those animals I saw earlier. Hey, irgendwas sehen? Nee. Also können wir auch normal weitermachen. Okay. I think that's him. After they closed down the resort, did he just stay behind? What is it, boy? Was he your friend? Ja, ich gehe mal davon aus, ne? Für Francis. Okay. Ich wollte nur, dass sie die Sonne sieht. Es tut mir so leid. F. Das heißt, ich nehme mal an, F ist Francis. In diesem Fall, oder? Hier kann man nichts machen. Kann man nicht irgendwie... Ich sehe den Hund da draußen. Okay. Easy boy. What is it? Oh God. It's that thing again. No! Stay! Francis. Boah, geht der mir auf die Eier. I warn you. But then I outgrew him. Him out. I want all of them out. Nothing fits. Not anymore. But you, you would last, wouldn't you? Special, special girl. Stay the fuck away from me! Let me try you on. Fucking broken record. Fuck. Oh, ich kann doch wieder nicht laufen, Leute. Please. Ist so viel schneller als ich. Wohin? Rechts, links? Ich hoffe links. Oh fuck, fuck, fuck. Leute.
Ist das ätzend! Nein! Nicht stehen bleiben! Lauf! Warum bleibt sie stehen? Lauf, 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 lauf! Lauf, Mädel, lauf, Mädel, lauf! Komm schon! Du schaffst das! Fuck! Oh! Did I lose it? Is it gone? Wow! Ich denke mal, da komme ich einfach nur hoch. Ja, genau. Oh mein Gott, jetzt muss ich echt... jetzt muss ich echt erstmal Luft holen. Da das hier ein neuer Abschnitt ist, zumindest gehe ich davon aus, ich weiß jetzt nicht, was mich hier hinten erwartet, würde ich sagen, dass ich hier erstmal einen kleinen Cut mache und dass wir uns dann in der nächsten Folge wiedersehen. Boah, ich habe echt gedacht, ich habe wieder so Probleme mit dem Laufen wie vorher. Mein Gott. Bis zur nächsten Folge. Ciao.